Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge zu Resident Evil Village. Diesmal mit dem Söldnermodus. Ich habe mir gedacht, vielleicht habt ihr ja Bock, auch nochmal da mit mir gemeinsam reinzuschauen. Ich habe noch nicht eine Runde gezockt. Ich habe keine Ahnung, was mich so erwartet in diesem Spiel. Und vielleicht gefällt es euch ja. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, checkt die Videobeschreibung ab. Ihr wisst ja, bei meinem Partner Instant Gaming läuft immer noch das Gewinnspiel. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mal durch. Bereithalten! Scharfschützen, Munition, was habe ich denn an Knarren hier? Nur die Pistole. So, die Söldnerregeln. Los geht's damit, dass ihr die benötigte Ausrüstung und Waffen im Shop kauft. Auf dem Feld draußen müsst ihr dann so viele Gegner wie möglich im Zeitlimit erledigen. Sobald ihr euren Rhythmus gefunden habt, könnt ihr Angriffe zu Kombos verknüpfen, um extra Punkte einzuheimsen. Nachdem ihr eine bestimmte Anzahl von Gegnern oder Anzahl Gegner erledigt habt, erscheint das Ziel berührtes, um in den nächsten Abschnitt eines Levels vorrücken zu können. Da sind auch gelbe Kugeln, berührt sie für Bonuszeit und die Party kann weitergehen. Und wo wir schon bei Kugeln sind, es gibt auch blaue. Sie geben euch eine Fähigkeit, wobei ihr jeweils aus drei zufälligen wählen dürft. Findet heraus, welche davon am besten zu eurem Kampfstil passen. Ihr behaltet sie selbst beim Wechsel in einen anderen Abschnitt und sie sind in ihrer Anzahl nicht begrenzt. Noch besser, wenn ihr die gleiche Fähigkeit mehrmals ausrüstet, wird sie nur verstärkt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Aber als wenn ich irgendwie auf den Kopf gefallen wäre. Das Geld, das ihr auf dem Weg einsammelt, blablabla. Okay. Ich würde sagen, das Beste ist immer, zu Diensten. Einfach mal reinzugehen. Einfach mal rein in die Olga, weißt du, was ich meine? Einfach rein da. Ich hol mir... Was stöhnt er da immer ab, die Sau da? Oh, ausgezeichnete. Geil, oder? Ja, finde ich nämlich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, schauen wir doch mal. So, wie viele Gegner? 30. Nee, Gegner 30, aber besiegen sie 15. Alter. Direkt der Unterschied ist zu spüren, wie langsam die schießt, ey. Geile Pornomucke, die hier nebenbei läuft. Stell die Kugel her. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern sinkt. Fernangriffe verursachen mehr Schaden. Langsamer sollen die werden. Irgendwie so eine Mischung aus. Schieße ich schnell auf die Leute drauf oder ziele ich extra für den Headshot, für extra Schaden? Ne, hier bin ich leer. Lad nach. Ja, mit der Kohle hier, aber ganz schnell. Ganz schnell hier. Alter Junge, die Musik peitscht aber auch an. Ja, das macht schon deutlich mehr Schaden, der Headshot. Oder der kritische Treffer, sagen wir mal so. Ist halt so die Frage, wie viel Bock macht es auf Dauer? Für zwischendurch kann man das schon mal machen, glaube ich, oder? Das Problem ist halt einfach, bei dem Game, das Schuss-Gameplay ist natürlich nicht so der über-super geile Knaller, ja? Vor allem so mit so Low-Waffen. Aber wenn man überragenden Skill hat, dann kriegt man das schon hin, glaube ich. Ja. Oder? Jungs! Komm her, hier! Mission erfüllt, Ziel aufgetaucht. Let's go, let's go, let's go. Kann ich für die Bonuspunkte denn aber trotzdem 30 Gegner besiegen oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. War das gut, Duke? Oder war das scheiße? Nächster Abschnitt. Duke, ich will die hier haben, weißt du? Ich habe mich da ein bisschen dran gewöhnt, Duke, wenn du verstehst. Ah, ja. Ja, ja. 7.500 gerade mal. Das ist schon scheiße wenig, glaube ich, wa? Kann das sein? Aha.
Die Pistole, habe ich hier irgendwie unendlich Feuer? Also so unendlich Munition eigentlich bei der Knarre? Ist sofort erledigt. Scheint so, oder? Das Geschäft. So, eine Runde geht noch. Ich hatte jetzt auf jeden Fall zumindest den einen, als hätte ich unendliche Munition. So, scheiße, da war Munition. Aber warum soll ich denn sonst... keine Ahnung. Habe ich mit der Startpistole? Habe ich wahrscheinlich... Wo ist die Munition? Nehmt sie doch auf. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, Mann. Komm rein hier. Ja, mit der Kohle. Ja, das ist halt das Ding, ey. Man muss die Knarre aufleveln, ey. Das ist einfach so Schmutz, die Knarre. Auf dem ersten Level. Sehr gut, jawohl. Her mit der Kohle, aber ganz schnell hier. Du Scheiße, Mann. Nehmen wir gar keinen Schaden. Ah! Ich nehme ja gar keinen Schaden mit der Müllpistole, ey. Ach komm, hau ab. Ich suche mir andere Gegner. Stirb! Gott, Alter. Die Knarre ist so schlecht. Hinter mir? War hinter mir einer? So. Au! Verdammt nochmal! Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, du bist der besonders hässliche, Alter. Dich muss ich töten. Komm her hier. Drecksau. So, her mit der Fähigkeit. Das nehmen wir. So, hier weiterlaufen. Das schaffen wir locker flockig in der Zeit. Gar kein Problem. Maximale Gesundheit steigt. Das gefällt mir. So, wie viel brauchen wir noch? Zwei. Also schnell da hochlatschen. Zu den dicken Brocken. Warte mal, ich habe doch Flintenmunition ohne Ende gefunden. Ich hätte mir vielleicht die andere Schrotflinte kaufen sollen, ne? Ey, die Musik, Junge. Sehr gut. Beide erwischt? Nice. Ziel ist aufgetaucht. Was passiert, wenn man die 23 tötet? Kriegt man da irgendwie extra Punkte? Wahrscheinlich schon, ne? Aber ich will jetzt erstmal in den nächsten Abschnitt. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch, Freunde. Ja, nicht, ihr seht ja den Skill. Es würde ewig kaufen? Gehen. Wenn ich jetzt wirklich ernst mache, dann würde es ewig gehen, hier die Runde. Das ist ja auch. So. Sieh es als Investition, Ethan. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Als sie vielleicht aussehen. Was heißt das? Bis nächstes Mal. Naja. So, einen machen wir noch. Kopfschüsse verursachen mehr Schaden. Hört sich gut an. Oh! Lad doch nach, Bruder!
Jetzt hätte ich aber eigentlich auch. Eigentlich hätte ich jetzt für die letzte Runde auch die Schrot einfach aufleveln können. Kommt mal da runter, ihr Schweine. Holy moly! Was machst du denn hier, Brudatsch? Schon irgendwie, also wenn du die Waffen schön auflevelst, macht das schon mehr Bock, wa? Aber ist ja auch logisch, irgendwie. Ja, mit der Kohle hier, aber ganz schnell. Ja, mit der Zeit, aber ganz schnell, ne? So. Ja, macht schon Laune. Kann man hier eigentlich auch diese Punkte freischalten, damit man sich diese Boni kaufen kann, die unendliche Munition? Kann man hier sich auch Punkte erspielen oder nur durch die normalen Herausforderungen im Story-Modus? Das wäre mal ganz gut zu wissen, ey. Das werden wir bestimmt herausfinden. Oder ihr schreibt es mir einfach in die Kommentare, weil ihr es bestimmt wisst, oder, Leute? Ja. So, ja, mit der Zeit. 1000 Schaden in dein Gesicht. In dein Gesicht! Au! Das tut weh! Dumme Sau! Ins Gesicht, nein! Hey, ich sehe dich da vorne. Oder? Aber wieso kann ich hier nicht raus? Loser, ey! Bringt auch nur 1000, war ist schon ein bisschen frech. Wenn die normalen Standard-Pisser mit einem Schuss sterben. Flinten verursachen mehr Schaden. Herr der Flinten, Junge. So kennt man mich. Ey, ihr Schweine! Mächtigen Badaboom! Na, bist du jetzt wach? Loser, Loser! Was haben wir denn hier? Messerstecher, okay. Kopfschüsse verursachen mehr Schaden. Na, wo ist das Ziel aufgetaucht? Warum haben die jetzt so wenig Schaden bekommen? Zu Stress? Ich töte dich noch, ey. Einfach weil ich Bock hab. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, gerne mal reinschreiben, ob man wirklich dann mehr Punkte bekommt. Also, ist ja logisch, wenn du mehr tötest, kriegst du mehr Punkte. Aber kriegt man denn nochmal extra Punkte, wenn man wirklich auch alle holt? Ach, guck mal, das war's. B. Ach, das war's schon. Okay, gut, dann. Plus 5000 Lay zu Beginn des Levels. Okay, cool. Held des Dorfes. Das ist aber auch nur eine Herausforderung, ne? Aber ansonsten, so extra Punkte, nur durch die Herausforderung kriegt man, wa? Diese Bonuspunkte. Okay, ey, kein Problem. Ey, war ganz cool. Wie viel Level gibt es denn? Gibt es da noch mehr? Was? Ist es immer nur dieses eine Level? Level wählen. Man kann Level wählen, aber ich habe noch keine freigeschaltet wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, gut. Ey, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So ein kleiner Einblick mal auch in den Söldnermodus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und tschüss.